Moin moin und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Phil und du schaust hier den einzigen Lution Guide, den du wirklich brauchst. Dies ist der zweite Teil des Lution Guides. Hier werden wir mehr auf die Aufgaben und Ziele von Lution auf der Lane und im späteren Spielverlauf eingehen. In diesem Video gehen wir davon aus, dass du schon weißt, wie Lutions Fähigkeiten funktionieren. Solltest du das noch nicht wissen, kannst du dir den ersten Teil des Guides ansehen, da überfliegen wir das Ganze nochmal. Lasst uns also anfangen. Wie bereits im ersten Teil des Guides erwähnt, ist Lution ein sehr starker Champion im Early und im Midgame. Hier hat er durch seinen hohen Burst und hohe Mobilität sehr viel zu melden und kann auch gut Fights und Skirmishes carryen. Daher musst du mit ihm auf der Lane aggressiver spielen als auf anderen AD Carries. Das bedeutet vor allem, den Gegner runter zu poken und sobald er low genug ist, auf ihn zu engagen und zu bursten. Das Ganze erfordert ein wenig Übung. Du musst nämlich genau wissen, wie viel Schaden du mit deinen Kombos anrichten kannst. Denn ein Lution ohne seine Fähigkeiten ist schon ziemlich nutzlos. Sobald du die ersten Items vervollständigt hast, bist du im Midgame einer der stärksten Champions im Spiel. Durch den doppelten Dash von E und Gale Force kannst du Gegner von einer sehr hohen Reichweite angehen. Auch in 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 Fights ist dein Burst ein extrem starkes Tool, um den Fight sofort für euer Team zu entscheiden. Im Late Game fällst du aufgrund deiner niedrigen Range sehr stark ab und kannst nicht mehr mit anderen AD Carries mithalten. Trotzdem kannst du selbst in den Late Game Teamfights noch viel Schaden anrichten und mit deiner Mobilität gegnerische Bruiser oder Tanks sehr gut kiten. Deine Ult ist ebenfalls ein starkes Tool, um Gegner vor einem Fight zu poken oder während des Fights zu one-shotten. Du hast also 2 Kernaufgaben mit Lution. Erstens, spiele im Early Game aggressiv genug, um den Gegner zu poken und schließlich für einen All-In zu gehen. Und zweitens, nutze den Early Game Vorteil, um diesen im Midgame mit aggressiven Plays stark zu snowballen. Gut, lasst uns also mal nachschauen, wie man nun genau die Laning Phase spielen sollte. Beginnen wir dabei mit der ersten Wave. Ob du diese pushen kannst oder nicht, hängt vom Support Matchup ab. Hierbei kannst du dir einfach merken, wenn es ein Melee vs. Range Support Matchup ist, dann kriegt der Range Support meistens Prio gegen den Melee Support. Einfach weil dieser die Wave besser hitten kann als der Melee Support. Ob du nun pushen darfst oder nicht, ist also nicht in deiner Hand, allerdings musst du aufpassen, denn Lution auf Level 1 ist noch sehr schwach. Die meiste Power bei Lution kommt über die Passive. Wenn du also kaum Spells zur Verfügung hast, auf Level 1 oder 2 zum Beispiel, kannst du diese auch nicht häufig auslösen und dein Burst ist schwach. Deswegen solltest du in den ersten beiden Leveln auch keine Trades eingehen. Da gibt es einige Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn du mit einer Nami spielst. Diese kann dir auf Level 2 bereits ein starkes All-In mit ihrer E geben. Aber normalerweise willst du noch keine All-Ins forcieren. Probiere stattdessen mit der Q durch Minions den gegnerischen AD Carry zu treffen, wenn er für Last Hits gehen möchte. Reine Auto-Attack-Trades möchtest du hingegen meist vermeiden, da der gegnerische AD Carry höchstwahrscheinlich eine größere Range hat als du. Dadurch kriegt dieser meist einen oder zwei Auto-Attacks mehr raus und du verlierst den Trade. Trotzdem ist Poking sehr wichtig für Lution. Wie so gut jeder andere Burst AD Carry auch, kann er nicht einfach auf frühen Leveln jemanden von 100% Leben one-shotten. Das wäre auch einfach viel zu OP. Stattdessen reicht eine Rotation von Fähigkeiten gerade so für ein Ziel mit ungefähr 50% Leben. Das ist natürlich von Champion zu Champion unterschiedlich, aber 50% ist ein guter Richtwert, den du dir ruhig merken kannst. Und bis dahin willst du den Gegner poken, mit Short Trades wie Auto Attack E, Auto Attack Q oder einfach nur Q durch die Minions. Wenn du das häufig genug machst, kannst du bereits auf Level 3 oder Level 4 für ein All-In gehen, wenn die Situation natürlich es erlaubt. Denn nun ist dein Burst mit allen Fähigkeiten vollständig da und der Gegner wurde ja bereits etwas gepokt, was den All-In deutlich leichter macht. Sobald du Level 6 erreichst, ist dein All-In nochmal deutlich stärker. Denn jetzt können Gegner ohne Flash einfach niedergemäht werden, denn der Schaden von Lutions Ult reicht für ein 0 zu 100 locker aus. Deshalb solltest du schlechtes Positioning der Gegner sofort bestrafen. Ab Level 6 bis 7 ist Lution einer der stärksten AD Carries im Spiel und so solltest du dementsprechend auch spielen. Signalisiere deinem Support, dass du engagen möchtest, damit dieser auf der gleichen Wellenlänge ist und nicht von deinem aggressiven Dash überrascht wird. Trotzdem musst du vor Jungle Ganks extrem aufpassen, denn damit du Schaden verursachen kannst, musst du häufig deine E verwenden, um nah an den Gegner ranzukommen. Das gibt den Gegnern die Möglichkeit, schnell auf dich zu turnen und dich zu one-shotten. Wenn der gegnerische Jungler auch dazukommt, dann bist du eigentlich immer tot, da du bereits so tief in der gegnerischen Reichweite bist. Verwende deine Pressure also, um zunächst ein paar Wards zusammen mit deinem Supporter im gegnerischen Jungle zu setzen, damit ihr dahingehend sicherer aufgestellt seid. Sobald die ersten Tower fallen, beginnt das Midgame.
Wenn du dir bereits einen Vorteil in der Laning Phase erarbeitet hast, ist es nun relativ leicht, diesen Lead mit Lucian weiterhin zu snowballen. Denn sobald du Gale Force oder Krakenslayer fertiggestellt hast, ist dein Burst-Schaden extrem hoch und eine Fähigkeitenrotation reicht locker für einen One-Shot gegen einen Squishy-Gegner aus. Das heißt, was du mit Lucian forcieren möchtest, ist, dass sich Gegner in deine Range begeben, um dein volles Schadenspotenzial zu nutzen. Und wo das am besten geht, ist die gute Midlane. Denn hier gibt es die meisten Action auf der Karte, da hier die meisten Champions rumlaufen. Viele Champions bedeutet eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Fight. Und da du gerade in einer starken Phase bist, möchtest du jeden Fight mitnehmen, den du kriegst. Das heißt, du pingst ab dem Midgame deinen Midlaner, dass du gerne in die Midlane gehen möchtest. So wie in der Laning Phase auch, bist du aufgrund deiner niedrigen Reichweite auch sehr anfällig gegenüber Ganks. Zwar bist du wie gesagt von Fights nicht abgeneigt, aber das heißt nicht, dass du selbst in Unterzahlsituationen alle Fights gewinnst. Verwende also deine Pressure auch hier, um tiefe Vision im gegnerischen Jungle zusammen mit deinem Support zu platzieren. Damit seht ihr den gegnerischen Jungler frühzeitig, sodass dein Jungler einen Countergang starten kann und ihr somit ein 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 erhaltet. In diesen Fights ist Lucian am stärksten, da er relativ leicht ein Target mit der Ult raushauen kann oder gleich one-shotten kann. Verwende deinen Dash nur dann aggressiv, wenn die Gegner nicht auf dich turnen können. Das ist extrem wichtig, da du bei einem Dash nach vorne schnell mal in mehreren Gegnern drin stehst. Das bedeutet leider auch für dich selbst den schnellen Tod und ihr verliert damit den Fight. Sobald das Late Game beginnt, möchte auch Lucian am besten teamfighten. Zwar ist er jetzt schwächer als die meisten AD Carries, kann aber trotzdem noch guten Schaden anrichten, wenn Gegner in seine Range kommen. Die Ult kannst du vor dem Fight verwenden, um einen oder eventuell mehrere Gegner zu poken. Gerade ab dem Moment, wo du Cyrill das Grudge hast, ist deine Ult eine sehr starke Waffe, um einen Gegner aus der Ferne zu one-shotten oder eventuell einen Flash zu forcieren. Generell möchtest du in deinem Teamfight relativ passiv stehen. Denn wenn du mit deiner niedrigen Reichweite vorne stehen würdest, dann könnte dich so gut wie jeder Gegner hitten und du stirbst sofort. Bleib also relativ weit hinten und warte, bis die gegnerische Frontline in deine Range tritt. Nun spielst du ganz klassisch Front to Back. Den Dash solltest du am Anfang des Fights halten und nur dann aggressiv verwenden, wenn die gegnerische Frontline bereits low geworden ist. Damit hast du zumindest einen Escape, wenn ein Gegner auf dich engagen sollte. So, und das war's auch schon mit unserem Lucian Guide. Hoffentlich verstehst du mit diesen Tipps und Tricks nun besser, was Lucians Aufgabe zu jeder einzelnen Spielphase ist. Lasst gerne ein Abo da und auch einen Daumen nach oben sollte nicht fehlen, falls euch das Video natürlich gefallen hat. Und schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare, wir versuchen euch alle Fragen zu beantworten. Ansonsten wie immer, stay safe und viel Spaß im Ranked.